Hallo und schönen guten Abend und willkommen aus der Season 4 hier zu meinem ersten Zorg-Guide und zwar zur Firebolt-Zorg. Firebolt, Perma-Unsterblichkeit, Perma-Flame-Shield, Flame-Weaver, Firewall-Zorg, wie auch immer man es nennen mag. Bevor ich als allererstes loslege, kurz ein paar Grundlagen und dann zeige ich euch Gameplay und kommentiere ein bisschen das Gameplay. Denn als allererstes, das ist eines der kompliziertesten Zorg-Builds zu spielen, würde ich mal sagen. Mit einer richtigen kleinen Rotation und an Dinge, die man wirklich immer denken muss. Damit man hiermit wirklich gut hohe Pits speedrunnen kann. Momentan denke ich damit Pit 80er Speed, aber auch 100er sehen eigentlich nicht so schlecht aus. Ich glaube, mein höchster Push war 102, aber da werde ich demnächst höher pushen, wenn ich genug Masterworked habe. Genau wie die Gear-Anforderungen für das Build auch extrem hoch sind. Ich kann euch einfach mal kurz meinen Planer-Link zeigen. In der Videobeschreibung gibt es wie immer natürlich einen D4-Planer-Link. Da gibt es ganz viele verschiedene Versionen. Heißt, ich gehe mal kurz zur Seite, hier unten. Das gibt die normalen Versionen und dann die Perma-Flameshield-Version. Die Version lässt sich erst spielen, wenn ihr wirklich hohe Cooldown-Rolls habt, wirklich viel Flameshield-Duration auf dem Gear habt und so und eine Harlequins-Krone am besten habt. Und die anderen Versionen sind sozusagen auf Toughness, da hält man Eisarmor aufrecht. Die sind noch normal spielbar, mit denen kann man starten. Das ist dann die High-End-Version für wirklich hoch Pit Speeden und Pushen und so. Die hat hier unten eine extra Version sozusagen bekommen. Gut. Was ist das Ziel beim Build und wie funktioniert so grob die Mechanik? Wir ballern permanent Firebolt durch, dadurch reduzieren wir über den Hektik-Aspekt mit jedem fünften Angriff einen Cooldown um 2 Sekunden und das muss immer Flameshield sein. Durch die ganze Flameshield-Duration und Cooldown-Duction seht ihr, Flameshield hat 10 Sekunden Cooldown und hält 5,28 Sekunden. Also knappe 5 Sekunden, die ich reduziert bekommen muss, also 15 Attacken während den 5 Sekunden sozusagen, damit ich dreimal den Cooldown reduziere um 6 Sekunden, damit ich das sozusagen permanent aufrecht halten kann. Wir haben aber einen weiteren Cooldown-Spell dabei, und zwar Inferno, die Ulti, zum Zusammenpullen von Gegnern. In diesen riesigen Pull ballern wir dann immer eine Firewall rein und da schießen wir durch, damit alle Gegner gepixelt sind und wir an allen sozusagen diese Bonus-Firebolts bekommen von den Flameweavern. Die Handschuhe sind die Mechanik, die den Build überhaupt wirklich viable macht vom Damage. Und zwar, wenn unser Firebolt durch eine Firewall geschossen wird, splittet er sich in drei Geschosse und die machen nochmal bis zu 70% mehr Schaden. Ja, und das heißt, diese Firewall und diesen Split wollen wir in einem Gegner-Pixel-Pull haben, um den maximalen Schaden zu machen, mit allen drei Geschossen alle Gegner zu treffen. Gut, das bedeutet immer nämlich, wenn man hat immer manchmal zwei Cooldowns laufen und da dieser Effekt, der Hektik-Aspekt, random einen von den, also zufällig einen von diesen beiden Cooldowns reduziert, wollen wir nicht, dass er die Ulti reduziert. Bedeutet, kurz nachdem man die Ulti benutzt, ganz wichtig, durch einen großen Gegner-Pull ein paar Mal durchteleportieren. Damit sagen die Flicker-Step, die reduzieren unseren Ulti-Cooldown für jeden Gegner, durch den wir teleportieren, also evaden. Wir haben hier diesen Evade-Teleport drin bei Sorg sozusagen. Um bis zu 10 Sekunden. 4 Sekunden pro Gegner, bis zu 10 Sekunden. Mit genug Cooldown-Duction habt ihr unter 20 Sekunden Inferno-Cooldown. Bedeutet einmal hin und her und Inferno ist wieder ready. Und es besteht nicht die Gefahr, dass der Hektik-Aspekt aus Versehen Inferno reduziert. Und dann Inferno die Ulti nicht durchspammen oder so, sondern bewusst gewillt zum Pullen einsetzen. Was haben wir sonst noch dabei? Wir haben Blizzard dabei, nur wegen dem extra Tarasha-Stack, nur wegen Cold Damage. Beim Boss kann man es ein bisschen zum Stagger nehmen, aber es ist wegen dem Cold Damage da für den Tarasha-Ring. Ansonsten, der Blitz-Damage kommt vom Teleport übrigens. Die Hüten sind auch nur dazu da, weil wir Conjuration Mastery dabei haben. Es ist eine extra Burn-Quelle. Das boostet die Conflagration-Passive nochmal, Combustion-Passive nochmal. Das heißt, die setzt man beim Boss nur mal hin für mehr Boss-Damage. Im Dungeon sind die relativ irrelevant. Weil man meistens nicht die Zeit hat, die zu setzen, weil man Fireballs schießen muss, ansonsten stirbt man. Ja, wir bewegen uns permanent durch mit Teleport vor, weil wir Fireballs schießen und Flickerstep haben dieses Attacks Reduce Evade drauf, dass wir durchteleportieren können. Und als Enchantment als zweites habe ich momentan, das probiere ich aus, finde ich für Speed sehr gut, Fireball Enchantment. Ganz wichtig mit dem Firebolt, der 10% deines Burn Damage macht on Explode. Ich kenne jemanden, der es schon sehr lange benutzen wollte. Und zwar, wir haben sehr schnell den Punkt, dass wir Elite-Packs voll geburnt haben, also die ganze Leiste am Brennen ist. Und dann explodieren auch da Trash-Mobs drumherum und die machen diese Leiste kaputt. Und die Trash-Massen sterben schneller. Für mehr Single-Target-Damage, auf höheren Stufen allerdings, mache ich es meistens, dass ich den Firebolt reinpacke, weil das mehr Single-Target-Damage beim Boss ist, weil wir noch mehr Dot draufhauen. Für Speeden ist aber echt Fireball ziemlich geil, weil diese extra Fireball-Explosionen, die meisten wissen es, reduzieren auch den Cooldown vom passiven Teleport sozusagen, dass wir öfter teleportieren können und uns schneller fortbewegen können. So, sehr viel Theorie. Grob über den Build erstmal nochmal. Ich gehe gleich über das Gear drüber nochmal auch und über nochmal so ein paar grobe Punkte. Aber ich zeige euch natürlich erstmal Gameplay und dafür habe ich Gameplay aufgenommen, wie gesagt, weil erklären und spielen ist nahezu unmöglich. Wenn ich irgendwas sage oder zeige, habe ich kein Flameshield aufrecht und dann bist du tot.
Kurz zur Flame-Shield-Duration und permanent Unsterblichkeit. Das ist keine schöne Mechanik. Das muss dringend genervt werden. Das spielt sich nicht gut, wenn du gezwungen bist, einen Spell aufrechtzuhalten und du ansonsten tot bist, wenn er nicht aufrecht ist. Das ist keine schöne Spielmechanik. Permanent darauf zu achten, Flame-Shield an, Flame-Shield an, Flame-Shield an. Du darfst nichts machen, immer Firebolt schießen, ansonsten Flame-Shield aus, tot. Das ist nicht schön, weil du hast diesen One-Shot-Faktor wieder drin. Wenn Flame-Shield-Duration irgendwie genervt wird, wie, keine Ahnung, ich hätte gerne Ice-Armor-Duration oder so, Stork vielleicht einen allgemeinen kleinen Toughness-Buff bekommt und wir normal das aushalten können, so eine Stufe, ist es tausendmal besser. Ausweichen beim Boss den Schatten mit den ganzen Teleports, die man hat, ist auch okay. Mit Teleport kannst du als Stork genug dodgen normalerweise. Auch die Nicht-Permanent-Sterblichkeitsversion kommt bis 80er Dungeons hier und hält die normal aus mit Ice-Armor. Nur bei manchen Boss-Angriffen musst du ein bisschen ausweichen. Das heißt, Zork ist nicht unbedingt darauf angewiesen, aber wenn es genervt wird, brauchen wir eine kleine Kompensation dafür auf jeden Fall. Gut. Jetzt zeige ich den Run. In Run sterbe ich auch immer. Hier, wie gesagt, die ganze Zeit Firebolt schießen und dann schön Pull suchen. Einmal Blizzard casten, wegen dem Tatasha-Stack natürlich. Gegner zusammenpixeln, Flamewall rein und reinschießen. Wenn ihr kurz seht, dass ihr kurze Downtime auf Flameshield haben werdet, dann hüpft kurz aus dem Pull raus. Haut ein bisschen von den Gegnern ab. Da war sie ganz kurz down, die Flame-Armor, das Flame-Shield. Und ich war instant nämlich One-Shot. Das ist nicht schön. Wenn man kurz Downtime hat, muss man das halt sozusagen so ein bisschen absehen. Man muss immer den Fokus in seine Leiste haben, immer auf Flame-Shield schauen und dann kurz aus dem Pull raus teleportieren. Da kann man eine kurze Downtime überbrücken. Außer man hat Range-Gegner, dann stirbt man da meistens trotzdem. So, ihr seht wieder, schön zusammenpullen und dann immer durchteleportieren, durchteleportieren. Und ihr seht, die Flicker-Step reduzieren die Ulti relativ schnell. Natürlich tut man mal ein bisschen so im Teig teleportieren. Weil man ab und zu von den Gegner abhauen will, wenn Flameshield sich nicht ganz ausgeht. So, da wieder jetzt eine schöne Ulti rein. Flameshield unten drunter. Flamewall unten drunter. Und durchballern. Da wieder Flamewall unten drunter. Reinballern. Und ihr seht, wie schnell diese Trash, diese Elite-Pixel sterben quasi. Wir zünden das alles so schnell an. Wir stacken unseren Dot so schnell hoch, dass danach dann die ganzen kleinen Mobs über diese Firebolt-Explosion sozusagen diesen Dot-Balken komplett unterticken. Brupp. Normalerweise in der alten Version, die ich gespielt habe, waren die Gegner mal voll tot gedottet, aber es hat dann auch ewig gedauert, bis sie dann wirklich halt gestorben sind. Du konntest dann teilweise schon weiterlaufen. Wenn du aber zu weit weggegangen bist von den Gegnern, haben die Gegner sich automatisch resettet. Da haben die sich wieder voll geheilt und sind abgehauen, weil sie deine Akro nicht mehr haben. Weil sie die Akro verloren haben. Das war scheiße. Deswegen musst du schon diesen direkten Kill haben. Du kannst ein bisschen weiter hüpfen, so einen halben, vielleicht einen Screen oder so, wenn die Gegner voll gedottet sind. Aber nicht zu weit, wie gesagt, weil sie sich sonst automatisch so resetten, die Mobs. So, da jetzt mit hier Powerpylon, wie gesagt, easy, da durchballern, hier Flameshield runter, durchballern, wie gesagt, die Flameshield, Flamewall, immer die Flamewall unter die Mobs hauen, die Mobs erleiden auch nochmal 25% mehr Burn Damage, während sie in der Flamewall drin stehen. Und dasselbe geht übrigens auch gleich beim Boss. So, und ihr seht übrigens, die Hüter benutze ich, wie gesagt, im Dungeon überhaupt nicht, die ist hauptsächlich für den Boss da. Beim Boss eine wäre der extra Burn-Quelle, es gibt uns 2% mehr Schaden über die Kernpassive. Und wir haben 2 Conjurations dann draußen, 2 Hydren. Über Conjuration Mastery gibt das uns 6% mehr Schaden. Also das ist minimaler Schaden, den die Hydra gibt. Aber es gibt bei so einem Bild, wo du keinen Cooldown-Spell mitnehmen darfst, keinen weiteren, weil du sonst riskierst, dass deine Flameshield nicht ab ist, gibt es kaum nennenswerte wirkliche Entscheidungen, die du treffen kannst. Wie gesagt, auch der Blizzard ist nur dazu da, wegen dem einen Tarasha-Stack und ein bisschen Stacker beim Boss. Das muss sehr gewillt überhaupt überlegen, was kann ich überhaupt irgendwie irgendwo bei dem Bild mitnehmen. Deswegen nicht wundern, dass 2 Scales hier halbwegs gar nicht benutzt werden bei dem Bild. Ja, und wie gesagt, das ist relativ schwer zu spielen. Aber ich denke mal ein bisschen Gewöhnung oder so, kriegen das vielleicht auch einige hin. So, beim Boss Flameshield und beim Boss drauf, einmal Blizzard drauf zum extra Staggern durchs Chill. Ja, dann direkt davor stellen und ihr seht, ja, jetzt ballern halt nämlich, jetzt setze ich Hydren. Warum man beim Boss Hydren setzen kann, ein bisschen vielleicht zum Dungeon ist, weil ihr beim Boss nicht permanent euch bewegt. Jeder Teleport, jede Bewegung, währenddessen schießt ihr keinen Firebolt. Das heißt, ihr tut nicht aktiv Flameshield reduzieren. Beim Boss können wir sozusagen diese extra Animation, diese extra Zeit für, oh, ich setze eine Hydra, können wir aufwenden, weil wir nicht die ganze Zeit teleportieren. Hier positioniere ich mich ab und zu ein bisschen um, weil der Boss sich halt bewegt sozusagen und ich gescheit auf den drauf schießen will. Ich mich gerade sozusagen in ihn reinstellen will. Du willst ihn auch ein bisschen mit deinem Flameshield hitten für auch nochmal einen extra Burn. Ja, und ihr seht hier, was waren das jetzt? Wie viele Minuten? Ja, waren 4 Minuten Run. Ich glaube, für Diablo 4 Speed-Verhältnisse ist das okay. Ich glaube, sehr viel schneller kann man mit Zock nicht sein, weil die Bosse, wie gesagt, immer ein bisschen dauern. Bosse haben relativ viel Leben. Bosse mit Adds sterben übrigens schneller. Da haben wir auch diesen Burn von diesem Fireball dann sozusagen. Da kommen ganz viele Adds und die ballern sozusagen diesen Burn prozentual nochmal runter. Das ist richtig guter Damage. Ja, und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt. Ich mache das Video aus.
Wir kommen zum Gear und so ein bisschen zu den Crits. Grundsätzlich das gesamte Gear und die Skillung und Paragon seht ihr in der Videobeschreibung. Ich sage grob, was mal wichtig ist und gehe mal über die einzelnen Slots rüber. Ihr seht, ich habe überall Topaster drin übrigens für Intelligenz, weil wir brauchen kein Prozent Leben. Wir gehen ja auf Full Damage, wir wollen meist zeitunsterblich sein. In den anderen Versionen übrigens mit nicht Permaflame Shield, Rubine wegen Leben, weil man Toughness braucht. Alekins Krone extrem wichtig. Ich musste 2 Ubers farmen, 2 Tutorial Smites bei über 200 Dure Runs, damit ich mir die craften konnte. Ich habe mir die gecraftet, kann man machen beim Alchemisten, kostet 50 Millionen Gold und 4 Sparks. Kommt ein Spark von dem Eisenwölfe-Ding, ein Spark, wenn ihr den ersten 200er legt. Normalerweise soll man noch einen Spark bekommen, diesen Uber-Spark, wenn man Lilith legt. Man kriegt die aber auch, wenn man Uber-Unix zercraftet. Also ich habe 2 falsche Uber-Unix gefunden, damit ich mir ein richtiges craften konnte. Ist sehr wichtig, weil plus 4 Ranks ist natürlich plus für Firebolt natürlich. Wir müssen jetzt keinen Blizzard mehr skillen, keinen Skillpunkt dafür sozusagen verschwenden, um Blizzard mitzunehmen. Und generell 4 Sekunden heißt längere Duration für Flameshield. 0,4 Sekunden länger Flameshield. Diese 0,4 Sekunden werden dann multipliziert mit Flameshield Duration. Beim Kritten, beim Upgraden, Masterworken, achtet beim ersten Masterwork darauf, dass ihr mindestens einmal einen richtigen Start krittet. Der erste Crit bei mir war hier Cooldown Reduction, am besten Cooldown Reduction, das ist der einzige wichtige Wert hier drauf eigentlich. Beim zweiten Mal habe ich hier Resource Regeneration, das war halt nicht gut. Brust, extrem wichtig, Flameshield. Bonus Flameshield drauf und Flameshield Duration. Das sollte auch möglichst kritten halt beim Upgraden. Ihr seht, ich habe einmal Leben gekrittet, ist relativ useless. Am besten halt Greater Affix Flameshield für nochmal einen Flameshield-Punkt mehr. Aber die beiden Punkte sind die wichtigsten und die sollten auch möglichst kritten. So, bei den Flameweaver-Handschuhen wäre es relativ wichtig, dass halt Firebolt Greater Affix rollt, habe ich jetzt nicht. Beim Kritten halt auch entweder Firebolt oder Attack Speed, das sind die beiden wichtigsten Werte. Achtet auf den Multiplayer unten, dass der relativ hoch gerollt ist. Ich habe hier nur welche mit 66% auch leider. Kommen wir zu den Hosen. Hosen plus Firebolt natürlich und Flameshield Duration sind hier am wichtigsten. Das heißt beim Kritten auch entweder Flameshield Duration oder Firebolt Kritten. Ich habe ja einmal Firebolt gekrittet. Ich werde die aber demnächst wahrscheinlich austauschen gegen hoffentlich welche mit Great Half-X Firebolt. Das wäre halt wichtig. Deutlich mehr Firebolt Damage. Bei der Push-Version übrigens, wenn ihr Firebolt hier unten reinpackt, in den Enchantment-Slot, dieser Firebolt skaliert nur mit Pluspunkten auf dem Gear. Bedeutet, ich tue 5 Punkte in meinen Firebolt rein, die skill ich im Board. Die erhöhen nicht diesen passiven Effekt. Pluspunkte auf dem Gear aber doch. Die tun diesen dort immer höher stacken lassen, was uns deutlich mehr Single-Target-Damage gibt. Ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist, auf Boss mit Ads zu fischen und dann wegen Fireball-Enchantment oder halt doch full Single-Target-Dot über Firebolt zu gehen. Aber auf jeden Fall, dieser passive Firebolt wird durch Pluspunkte auf dem Gear deutlich stärker werden, weil er nur damit skaliert sozusagen. Deswegen wäre es wichtig, hier Firebolt zu kritten und Great Affix Firebolt zu bekommen. Den Effekt, den wir hier drauf haben, übrigens gibt uns eine extra Daze-Chance. Das ist nochmal ein extra Stagger-Effekt für einen Boss. Und wenn Gegner gedazed sind, erleiden sie 20% mehr Schaden. Man könnte auch überlegen, es gibt diesen 40% mehr Schaden gegen Unstoppable-Gegner beim Pushen zu nehmen. Das hier ist 20% mehr Schaden, wenn der Boss gestaggert ist und mehr Stagger für den Boss. Deswegen habe ich das dabei. Normalen Mobs werden nicht kaum gedazed, aber deswegen, wenn der Boss gestaggert ist. Der ist ja schnell gestaggert. Ja, Flickerstep. 4 Sekunden ist hier wichtig, der Rest, eigentlich fast alle Skills hier sind useless, wir moven nicht, wir machen unter der Ulti keinen nennenswerten Damage, Allsets ist ultra niedlicher Roll, ich habe jetzt hier Close Damage Reduction gekrittet, hier ist nahezu egal, was ihr krittet, ihr braucht die eigentlich nicht mehr upgraden, ihr braucht die nicht mehr wirklich masterworken für den Build, ich habe es einfach gemasterworked, damit das Movement Speed so für Town und alles ein bisschen höher wird, ja, keine Ahnung, die sind nicht mal gut gerollt, wie gesagt, hier nur die 4 Sekunden sind wichtig, alles andere ist egal. Waffe, wir können keinen Attack Speed mehr auf Waffen rollen, leider vielleicht zum PTR. Hier ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall die beiden Temper bekommt. Ganz, ganz wichtig. Extra Firebolts, Pyromancy Attack Speed. Ansonsten schmeißt ihr jede Waffe weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten die besten Damage Start, Int, Prozent Damage, Damage Over Time. Ja, Offhand, Cooldown Reduction natürlich am wichtigsten. Beim Kritten hier entweder Cooldown Reduction, Pyromancy Attack Speed oder extra Firebolts. Hier auch Pyromancy Attack Speed und extra Firebolts, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ich Crit-Chance demnächst durch einen anderen Stat austausche, denn wir gehen ja hier viel auf Burn. Allerdings crittet unser normaler Hit ab und zu noch und ich weiß nicht, ob es hier einen guten, kompensierbaren anderen Stat gibt. Ich glaube, es gibt ja auch nur additiven Prozentschaden noch drauf. Momentan ist das so ziemlich die besten Rolls. Aber ja, übrigens zu den Aspekten. Waffe ist hier, früher hatte ich mal Conceited oder Stormswell-Effekt drauf. Inzwischen habe ich gemerkt, dass der Inner-Calm-Aspekt sehr, sehr gut ist. Das ist, du stehst still, generell du bekommst 10% mehr Schaden. Wenn du still stehst für 3 Sekunden, verdreifacht sich das. 30% mehr Damage. Genauso viel wie der Stormswell-Aspekt. Und das ist mehr wie Conceited. Stormswell ist 30% Damage to vulnerable Gegnern, während du Barriere hast. Das Problem ist, wir haben nicht immer Barriere bei dem Bild.
Die einzige Barriere, die wir bei dem Bild bekommen, was bei permanent Sterblichkeit eh relativ egal ist, aber wir nehmen das für World Tier 4 und sowas mit, ist für 3 Sekunden kommst du 30%, nachdem du einen Cooldown-Spell aktiviert hast. Flame Shield hält 5 Sekunden. Das heißt, du tust alle 5 Sekunden einen Cooldown-Spell aktivieren. Das heißt, du hast nur 3/5 der Zeit sozusagen eine Barriere aufrecht. Das heißt, von Stormswell profitierst du nicht permanent. Die Stormswell 30% sind schlechter wie die. Und wenn du dich nur über Teleport fortbewegst und nicht läufst, dann giltst du als immer stillgestanden. Das ist dieser Buff in der Buffleiste. Das heißt, diese 30% sind deutlich besser wie die von Stormswell. Hier übrigens Basic Skill Attack Speed, Rapid, ist ja klar. Wir greifen schnell an. Tarasha Ring mit Great Half-X, Cooldown Reduction, super lucky. Zweimal Cooldown Reduction gekriegt, extrem lucky wirklich. Leider hat er nur 12,5%. Aber hier, Cooldown ist der wichtigste Stat auf Tarasha Ring. Wollen wir critten, wollen wir Great Half-Xen? Da kann man auch mal ein bisschen Damage verzichten. Ja, Ring, Inferno Cooldown Reduction. Ganz wichtig, damit ihr Inferno auf mindestens mal unter 20 Sekunden bekommt, damit ihr mit 2 Teleports bei genug Gegnern auf jeden Fall Inferno komplett reduzieren könnt, wenn ihr durch die Masse durchteleportiert. Ja, ansonsten Lucky Hit Gegner Vulnerables machen, für die 20% mehr Schaden gegen Vulnerable Gegner und wegen unserer Frigid Fate Passive, die uns auch nochmal mehr Damage über, gegen Vulnerable Gegner gibt. Attack Speed, Int, Pyromancy Attack Speed, super wichtig, 80% mehr Damage auf Xehe. Über Adaptability. Der Aspekt übrigens ist relativ selten. Das ist ein Ressource-Aspekt. Ich könnte jetzt auf Amus und auf Ringe rollen. Hat bei mir am längsten gedauert, den zu bekommen. Amulett zu guter Letzt. Cooldown Reduction auf Amus ist ultra, ultra selten geworden. Ich habe eine 500 Milliarden Gold in ein Amu gerollt und versucht, Cooldown Reduction zu bekommen. Habe es nicht bekommen, habe es am Ende kaputt gemacht. Absolut selten. Ganz wichtig auf dem Amu natürlich Tempern, Pyromancy Attack Speed und Flame Shield Duration. 120% Damage Affix über Moonrise und Prozent Int. Denn Prozent Int ist sehr geil, das boostet unsere Burning Instinct Passive und unseren normalen Schaden. Mainset, Int. Und die Burning Instinct Passive skaliert mit 1% mehr Damage pro 25 Int. Bedeutet prozentual mehr Int, boostet diese Passive extrem hoch. Dann Attack Speed und Cooldown Reduction. Ist ein Ammo, was ich mir traded habe. Greater Affix, Cooldown. Cooldown ist auch noch gekrittet. Ultra, ultra selten überhaupt diese Werte zu bekommen. Ich habe ein anderes Ammo mit diesen Werten und das hat auch noch jetzt hier Cooldown gekrittet. Ich hatte ein paar, wo auch Attack Speed Greater Affixed war, wo ich aber nicht den richtigen Temper bekommen habe. Dann kannst du die wegschmeißen, die Sachen. Ja, also auch ultra schwerer Slot. Übrigens, was man in den Schmuck reinsockelt, ist relativ egal. Ich glaube, ich sollte hier mehr Armor reinsockeln, wahrscheinlich inzwischen auch. Man kann halt auslegen, dass man halt auf World Tier 4 nicht permanent Flame Shield aufrechthalten muss. Dass man halt hier Perma Resi hat und Perma Armor. Ich glaube, ich overcappe eher Resis und könnte hier überall Armor reinsockeln inzwischen mal. Damit ich auf World Tier 4 nicht immer One-Shot bin. Hatte ich gesagt, für Pits am besten immer eine Attack-Speed-Potion einschmeißen, damit ihr noch schneller Firebolt schießt, noch schneller Cooldowns reduziert. Kann auch Holy Bolt nehmen für mehr Damage und so, aber dann wird es schwieriger, Firebolt aufrecht zu halten, wenn man noch nicht nahezu perfektes Gear hat. Selbst bei mir ist das sehr knapp mit dem Aufrechthalten. Gut, und ich würde mal sagen, das war's so grob mit dem Firebolt-Video. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ultra starke Hürde, diesen Bild überhaupt gescheit spielen zu können vom Gear her, außer in der Nicht-Unsterblichkeitsversion mit Perma-Ice-Armor. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich werde jetzt weiter Pits grinden und weiter alles Masterworken und versuchen, besseres Gear zu farmen und dann weiter pushen in die 100 plus hinein. Dann werde ich auch gleich mal einen Push uploaden. Okay, wir sehen uns. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut die in die Videokommentare oder kommt im Stream vorbei. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.